Herzlich willkommen zurück bei Blackguards. Wir werden uns in die letzte Kammer, die Kammer des Namenlosen oder die Kammern. Immerhin gibt es hier immer mehrere Bereiche, die wir bekämpfen müssen, in denen wir uns beweisen müssen. Und meistens... Ehre. Es heißt, die Art, wie wir einen Kampf führen, erhebt oder verdammt uns. Der ehrenvolle Zweikampf. Wie viele gute Streiter sollen diesem Dogma noch geopfert werden? Okay. Und ich sehe schon, wir können uns wahrscheinlich hier reinstellen. Und da kommt dieser junge Mann mit 120 Lebenspunkten und auch noch einigen Boni wahrscheinlich nicht rein. Trotzdem, wir haben Kämpfer am Start, denen wir auch einige Boni geben können. Und wir können ihm auch noch einige Mali geben. Insofern würde ich doch tatsächlich mal versuchen, das hier so zu machen. Das sieht ja jetzt widerlich aus. Hier, guckt euch das mal an. Hier fließt Blut nach oben. Und es scheint so, als wäre das hier auch Blut eher als irgendwas anderes. Es ist die Frage, wenn der da reingeht, ob er dann Schaden kriegt oder geheilt wird. Wir wissen es nicht. Wir werden jetzt auch erstmal ausprobieren. Die Magier packe ich mal so ein bisschen nach hinten. So. Und wir werden das Typische machen. Das, was wir jetzt in den letzten Runden auch schon gemacht haben und was sich wirklich als äußerst... Oh, nein, das wollte ich nicht machen natürlich, sondern ich wollte hier hingehen. So. Beziehungsweise sogar am besten hier hin. Mal gucken, was passiert. Und er kriegt natürlich auch noch den Stand fest. Oh, der läuft tatsächlich durch. Der läuft nicht hier rein. Interessant. 70% immerhin. Den haben wir in 0,x durch, würde ich sagen. Diese kleine Handbewegung von dem Riesen-Oger fand ich lustig gerade. So. Und jetzt können wir hier nochmal einen Malus drauflegen. Oder wir machen das gleiche. Na, das brauchen wir ja nicht, fast gar nicht. Würde ich jetzt mal denken. Gucken wir mal, ob wir hier einen Malus draufhauen können. Zum Beispiel einen Gliederschmerz oder sowas. Oder wir machen natürlich hier nochmal unseren Kulminatio, der auch immer sehr gut gewesen ist. Oder wir machen das hier. Das scheint funktioniert zu haben. Das ist die Frage. Jetzt haben wir zwar hier... Tja. Voila! Ehrenvoll ohne Ende. Wir haben ihn direkt im konkreten Kampf besiegt. Ich würde mal sagen, ehrenvoller geht's nicht. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ein Lebtag lang sollen wir uns auf Perrines Acker herumquälen. Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Nur damit schließlich alles wieder verblüht und verdorrt. Ein kosmischer Witz. Befreit euch von den Ketten der Mühsal. What? So ein Blödsinn. Immerhin geben uns diese Acker ja auch Nahrung und Essen. Was zur Hölle? Ich verstehe. Oh. Säbelzahntiger. Und sogar mit richtig großen Boni. Geschwindigkeit 6, Rüstungsschutz 6. Boah. Nicht ganz zu verachten. Aber auch hier ist die Frage, warum, was bringt uns das hier? Auch hier fehlt mir irgendwie immer die Information so ein bisschen, was man jetzt genau machen kann und was das für Auswirkungen hat. Also klar, ich könnte jetzt hier einfach mal einen Hebel umlegen. Ich nehme an, dass dann hier diese ganzen Dinge abfackeln. So könnte ich es mir vorstellen.
Nur was uns das bringen soll, weiß ich nicht. Und ob es wieder so ist, dass plötzlich irgendwelche neuen Gegner spawnen, die man jetzt noch nicht sieht, weil man das nicht gemacht hat oder so. Das finde ich immer so ein bisschen schade. Das müsste nicht sein. So, die kommen ja sowieso eigentlich nicht bis hierhin. Deshalb kann ich den Naurum auch mal hier hinziehen. So. Und Takate werde ich mal hier hinziehen. Die zwei Magier lassen wir da hinten stehen. Und jetzt werden wir mal beobachten, was hier passiert. Die sind schnell. Keine Frage. Eine Attacke plus 10 ist ja tatsächlich auch nicht zu verachten. So. Wir sehen jetzt leider noch nicht so richtig, wie viel diese Katzen an Schaden austeilen, beziehungsweise ob sie resistent gegen irgendwas sind. Ich sehe nur Attacke plus 10 ist natürlich extrem viel. Ich fahre jetzt nochmal diese gleiche Taktik wie gerade eben auch. Mal gucken, wie das insgesamt funktioniert. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal auf das erste Miezekätzchen. Oh, und 60% ist nicht viel tatsächlich. Und 12 macht hier auch nicht wirklich viel Schaden. Das sieht ja gar nicht so gut aus, muss ich sagen. Und das ist der erste Kampf von den ganzen. Ich werde mal hier Takate hinstellen, damit wir so ein bisschen geschützter sind. Immer noch 60%. Das versuche ich jetzt trotzdem mal. Hervorragend. Eine Katze ist down. Oh, 30% ist gar nicht viel. Ich glaube, ich sollte hier die Mali draufhauen. Gott sei Dank machen wir nicht allzu viel Schaden gerade. Und in diesem Säulenwald sieht das ja ganz witzig aus. So, liebe Leute. Mist. Schön. Dankeschön für diese Unterstützung. Nice. So, wie sieht's hier aus? Nein, wir haben nicht mehr genügend. Das ist natürlich sehr ungünstig. Dann könnten wir was anderes machen, eventuell. Unserem Nahkämpfer noch eine zweite Möglichkeit zu geben, zuzuhauen. Oh, 4 nur. Dann ist Takata jetzt noch nicht so richtig bei der Sache. Noch nicht so deftig. Teilt nicht so wirklich Schaden aus. So, aber 2 von den Miezekätzchen sind schon weg. Also es ist machbar, durchaus machbar. Wir geben dem Takata auch nochmal so einen Katzengleich. Und die Taktik zahlt sich inzwischen echt ganz gut aus, finde ich. Todesstoß. Oh ja, das macht doch schon wesentlich mehr Schaden. Und auch hier. Nein! Du musst regenerieren. Ach, dammit. Er hat dich erhört, lieber Naurum. Er hat dich erhört. Säbelzahntiger waren ja eigentlich schon richtig coole Raubtiere, muss ich sagen. Schade, dass es die nicht mehr gibt. Unter anderem wegen uns natürlich. So, hoffentlich haben wir Piraine damit froh und glücklich gestimmt. Und sie ist uns nicht böse. Die Sindesdiener schützen uns vor verbotenem Wissen. Ich frage, wie kann Wahrheit jemals verboten sein? Sind wir Kinder, denen man die Augen zuhalten muss? Man raubt uns Zeit. Man hält uns mit Rätseln auf. Aber der freie Geist braucht keine Rätsel. Er zerschlägt die Ketten des Denkens mit der Kraft des Blutes.
Da muss ich ja ganz ehrlich gestehen, würde ich ja echt auch so denken. Götter, die uns im Unwissenheit lassen wollen, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Mal gucken, was hier passiert. Nice. Was habe ich jetzt bekommen? Ein Schaden, aber dafür Attacke plus 8, Parade plus 8, Ausweichen plus 8, Magieresistenz plus 12, Feuerschadenresistenz plus 50%, magischer Schadenresistenz 50%, gewöhnlicher Schadenresistenz 50%. Na gut, also wir haben jetzt davon getrunken und jetzt werde ich mal gucken, was passiert, wenn ich diese Kristalle angreife. Ah, ich komme da gar nicht dran. Na, wir werden es dann gleich sehen, würde ich denken. Können wir die denn mit unserem Zauber angreifen? Na, nur so testweise. Anscheinend nicht. Wie kommen wir denn da sowieso dran überhaupt? Irgendwie scheinen diese Kristalle haben die... Aha. Diese Kristalle sind also Zauberer. Naja gut, ausweichen brauchen wir jetzt ja sowieso nicht wirklich. Aber wie können wir die angreifen? Ich könnte nochmal versuchen, was ist denn... Ich habe ja mit ihm, mit Zauberern, den hier, den Zorn der Elemente gelernt. Mal gucken, wie das aussieht. Gar nichts. So, ich glaube, Rumpel und Co., der kann hier gar nicht viel machen. Was, wir könnten hier natürlich trotzdem nochmal einen Katzenleich draufhauen. So, und jetzt gucken wir mal an, was Naurim so kann. Also ich sehe irgendwie gerade keine Möglichkeit, die anzugreifen. Wäre natürlich jetzt sehr ungünstig, wenn wir das per Fernkampf machen müssten, weil wir einfach keine Fernkämpfer haben. Ich möchte gerne, dass du den angreifst. Passiert nichts. Interessant. Der Einzige, der was machen kann, ausrichten kann, ist Takate. Tatsächlich, weil der ja vielleicht über zwei Felder was machen kann. Das könnte nützlich sein. Na gut. Was passiert denn jetzt hier, ey? Das hier ist übrigens der Nebel von dem Culminatio. So, wie sieht es jetzt hier aus? Kannst du den jetzt mal angreifen? Ja, das ist ja witzig. Ich kann nichts machen. Takate kann auch nicht angreifen hier gerade. Die Frage, ob jetzt tatsächlich alle was trinken müssen, auch wieder. Auch das, man weiß es einfach nicht. Aber ich werde genau das jetzt machen. Scheint uns ja Schmerzen zu bereiten. So, die haben alle schon. Takate ist der Einzige, der noch nicht getrunken hat. Ich meine, welcher Gott kann uns denn jetzt hier böse sein, wenn wir von diesem Zeug trinken, wenn wir anderweitig sterben würden. Obwohl, es gibt durchaus Götter, die so sind. Nicht wahr? So, und nun? Kann ich mal aus diesem Ding hier rauslaufen und mich selbst heilen. Wir können nach wie vor nichts machen. Was zur Hölle?
Ich kann doch nicht, die können doch nicht davon ausgehen, dass wir auf jeden Fall einen Fernkämpfer dabei haben. Wie man sieht, ist hier das nicht der Fall. So, das nächste, was ich jetzt versuchen werde. Ach, dammit. Ich habe keine Zaubertränke mehr. Dann hilft das wohl alles nicht. Boah, 13 Schaden, ey. Das ist aber auch nicht ganz von schlechten Eltern. Ich bin etwas ratlos, ehrlich gesagt. Schön, dass man jetzt hier ständig angegriffen wird und man nichts machen kann. Ich meine, der Naurim ist jetzt der Einzige, der momentan diesen Trank nicht getrunken hat. Deshalb könnte es sein, dass alle vier halt den Trank trinken müssen. Es könnte sein, aber es ist trotzdem sehr merkwürdig. Hier haben wir auch keinen Heiltrank mehr. So. Ach, guck mal an. Hier ist jetzt einer tatsächlich... Hä? Wieso ist denn da jetzt der Schild weg? So richtig zum Nachvollziehen ist das ja leider nicht. Ich kann ihn auch wieder nicht angreifen. Was ist denn mit einem Culminatio? Auch nicht. Okay, unsere Magier sind darauf... glaube ich, jetzt angewiesen, einfach nur unsere Leute zu heilen. Dann machen wir das eben. Und vielleicht schafft es Takata ja jetzt, diesen Kristall wegzumachen. Habe ich den jetzt nicht gesehen? War das schon länger so, dass der hier frei war? Und ich war die ganze Zeit so und habe es nicht gesehen. Das ist natürlich auch blöde gewesen, aber auch nicht wirklich ersichtlich. So. Dann los, Takata. Do it. Wow, wir brauchen sogar noch eine Runde. So, wenn ich jetzt wüsste, wo ich hin muss, dann würde ich den Naurim ja schon mal in die Position bringen, aber es bringt anscheinend nichts. So. Was für eine verwirrende Karte, muss ich sagen. Muss ich gestehen, was für ein verwirrendes Level. Aber ganz nette Effekte. So, Nummer 1 ist down. Anscheinend wird jetzt dieser hier frei. So wie es aussieht. Lass das, ich brauche das nicht. Na dann, laufen wir jetzt eben zu dem. Wir haben zwar alle von diesem Trank jetzt getrunken, jetzt ist bloß die Frage, was das bringt gerade, dass wir davon getrunken haben. Wenn das einfach nur nach einer Zeit runtergeht. Boah. Ein Lebenspunkt nur noch. Das wenigstens schafft er sofort. Hier wird der nächste frei. Und ich muss dringendst dem Rumpel ein bisschen Balsam geben. Balsam für die Seele und für die Wunden. Boah. Schmerzhaft ist es ja. Und die Magier heilen sich gegenseitig.
So, ich hoffe mal, dass einer dieser zwei der nächste ist und nicht der da drüben. Dann könnte ich hier mit Naurim schon mal hinlaufen. Na, wir werden es sehen. Müssen wir ihn jemanden heilen? Ja, den Rumpel. Jetzt kommt wieder die große Feuersbrunst hier. Und ein neuer Nebel, der auch sehr unangenehm ist übrigens. So, Todesstoß. Leider langt das immer nicht so ganz. So, der Rumpel hat schon zwei Wunden. Hat aber wesentlich mehr Lebensenergie als... Oh, Naurim. Naurim geht's gar nicht gut. Aber der könnte vielleicht noch sogar einen Trank haben. Ach, komm schon, Wichser. Nein, der hat keinen Trank mehr. Habe ich auch vergessen auszurüsten. Natürlich auch nicht gut ist. So. Irgendwie kein Kampf, der mir besonders gefallen mag, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt aber. Numero 3 und wir haben sogar Glück. Stirb endlich zu einem Kristall zu sagen. Natürlich auch eine Nummer für sich. So, Rumpel liegt auch. Wir haben jetzt keine Möglichkeiten mehr, in irgendeiner Form Heiltränke zu nehmen. Was natürlich echt ungünstig ist. Und können nur hoffen, dass wir das noch hinkriegen. Boah, 16, Alter. Ja, kümmere dich um die Toten. Mach die Toten noch töter. Besser ist das. So. Ah, wir dürfen schon angreifen. Das ist ja hervorragend. Huhu, das haben wir jetzt aber gerade ebenso geschafft, ey. Also wirklich mit zwei Lebenspunkten. Sehr gut. Na toll. Das war ja mal ein total interessanter und guter Kampf. Wie dem auch sei, wir sind durch. Und lassen uns erstmal jetzt richtig schön heilen. Wir haben viele Fragen, ja. Wir brauchen. So, und wir werden nochmal hier so ein paar Sachen verkaufen, die wir uns aufgesammelt haben. So was wie diese Streitäxte und so, dann gucken wir mal bei den Items. Wir haben hier auch Zaubertränke und Co., die wir auch nochmal kaufen können und sollten. Denn die werde ich jetzt auch gleich nochmal ausstatten. So, alles ausgegeben, was wir hatten. Ende. So, hier fehlt ein Zaubertrank. Dann haben wir hier keine Lebenstränke mehr. Meisterlicher Lebenstrank und noch einen guten Lebenstrank. Lebenstränke haben wir tatsächlich noch einige. Meisterlicher Zaubertrank. Und hier auch nochmal Heiltränke. Ein meisterlicher und ein guter. Genauso wie bei Naurim. Es muss ja gerecht zugehen. So. Das heißt, wir haben hier die Halle der Propheten, einen neuen Raum. Jetzt gucke ich mal ganz kurz die Zeit an. Und die sagt, dass wir am Ende dieser Folge angelangt sind. Leider war dieser Kampf irgendwie so ein bisschen merkwürdig. Fand ich auf jeden Fall. Wie fandet ihr ihn? Ich fand ihn merkwürdig. Habe ich ja, glaube ich, schon gesagt, dass ich ihn merkwürdig fand. Also ich fand ihn irgendwie nicht so normal, sondern eher merkwürdig. Dieser Kampf war merkwürdig. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschö.